Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn es nie Saiyajins gegeben hätte? Hier müsste man von ausgehen, dass es nie einen Son Goku bzw. Kakarot gibt oder dass Son Goku nur eine Art normaler Mensch wäre. Wenn Son Goku nur ein normaler Mensch gewesen wäre, hätte es in Dragon Ball Classic schon einige Unterschiede gegeben, alleine schon am Anfang. Son Goku hat ja am Anfang, wie bestimmt jeder weiß, eine Kampfkraft von 50. So viel hat er zum Teil aber auch nur, weil er ein Saiyajin ist. Der erste Unterschied wäre für mich bei Tao Bai Bai. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal in einer anderen Theorie gehabt, oder wenn nicht sogar in zwei. Durch Tao Bai Bai hatte er ja einige Verletzungen davon getragen und wie man weiß, wenn ein Saiyajin sich von schweren Verletzungen erholt, wird er stärker. Aber es hatte natürlich auch mit Meister Quittes Training zu tun. Aber dadurch, dass Son Goku ja schwächer wäre, wäre er nach Tao Bai Bais Dodonpa einfach tot. Bei Oberteufel Piccolo hat Son Goku ja auch einige Verletzungen davon getragen, die ihn danach stärker gemacht haben. Aber soweit ich noch weiß, wurde Oberteufel Piccolo ja durch das heilige Wasser geschwächt. Und natürlich mal wieder für ganz neue Leute mit Dragon Ball Classic kenne ich mich nicht so gut aus. Allein bei Raditz wäre es für mich schon zu Ende, dass Son Gohan kein Saiyajin ist, wäre er auch nicht stark. Den harten Treffer hätte er daher nie gelandet, der Raditz so sehr geschwächt hat. So hätte er sich gegen Son Goku auch befreien können bei der zweiten Höllenspirale und diese hätte dann nur Son Goku getroffen. Naja, eigentlich nicht, da Raditz auch viel schwächer wäre, da er nun mal auch kein Saiyajin wäre. Nappa und Vegeta wären dann auch viel schwächer und durch das Training bei Meister Kaio wäre Son Goku Vegeta sehr überlegen. Aber auf Namek bei Freezer wäre es einfach zu Ende, da Son Goku ohne den Super Saiyajin niemals gewinnen hätte können. Aber es wäre bestimmt schon bei der Ginyu Force zu Ende, wenn nicht sogar schon bei Zabon und Dodoria. Ohne die Kräfte, was ein Saiyajin hat, wären Son Goku, Son Gohan und Vegeta nie so stark geworden. Es wäre bei jedem starken Gegner zu Ende, die Cyborg, Cell oder Buu. Naja, okay, Cell wäre auch schwächer, da er keine Saiyajin-Zellen hätte, doch trotzdem wäre er einfach immer noch viel zu stark. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye! Bye.